Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Einer Bücherwoche, einer etwas besonderen Bücherwoche, denn ich hatte in dieser Woche Urlaub und habe renoviert. Ja, deswegen steht tatsächlich kein einziges echtes Buch um mich herum, was ich total merkwürdig finde, weil normal natürlich immer ein ja, echtes, haptisches Buch sozusagen auch mit in die Bücherwoche gehört. Aber ja, diese Woche war etwas anderes. Ich hatte Urlaub. Und da in Zeiten des großen Cs ja Reisen und Ähnlichem ja nicht möglich sind, waren, wie auch immer, habe ich überlegt, irgendwas Sinnvolles in meinem Urlaub zu tun und habe mein Wohnzimmer renoviert. Und ich habe euch ja schon in der letzten Bücherwoche davon berichtet und ja, wir sind gut fertig geworden. Ich habe eine neue Wandfarbe, die ihr auch schon bewundern konntet. Ich habe ein bisschen umgeräumt, habe die Bücherregale neu sortiert, habe auch einiges noch ausgemistet. Und ja, jetzt fehlt theoretisch nur noch die neue Couch, aber die wird sich jetzt dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch finden und auf die freue ich mich dann auch schon. Und ja, dann ist es richtiges Wohlfühlen wieder zu Hause und das ist ja sowieso das Wichtigste. Gerade so natürlich auch in den Zeiten, wie sie jetzt sind. Ja, soweit geht es uns allen gut. Ich werde des Öfteren auch gefragt, ist es alles in Ordnung? Irgendwie gewöhnt man sich ja doch an alles. Selbst an Homeoffice. Ich bin jetzt, glaube ich, 7 Wochen oder in der 8. Woche zu Hause und ich muss sagen, ich ja, sehe Homeoffice jetzt viel, viel positiver als gefühlt so in den ersten ja, 1-2 Wochen. Wo ich mir ja doch ziemlich einsam vorkam. Ich merke aber, dass man sehr viel Kraft schöpft aus dieser Ruhe, dieses entspannte Arbeiten zu Hause. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man nichts zu tun hätte oder sich langweilt, sondern einfach, es ist ruhig. Man hat kein Großraumbüro, wo hinter einem jemand telefoniert, wo sich zwei schräg gegenüber unterhalten, wo immer einer an einem vorbeiläuft oder wie auch immer. Ich finde, man merkt diesen Unterschied. Ich merke den auch vor allem ja, zum Feierabend hin, dass ich abends nach der gleichen Arbeit nicht so erschöpft bin, nicht so ja irgendwie vielleicht auch aufgewühlt bin, dass ich nicht erst eine Stunde brauche, bis ich irgendwie im Feierabendmodus bin, sondern dass das alles viel schneller geht, obwohl viel los war in der Zeit, in der ich gearbeitet habe. Ich finde auch, dass man irgendwie effektiver ist zu Hause. Man kann konzentriert an etwas dran sitzen. Am besten lässt man sich dann halt auch von Mails mal eine Stunde nicht ablenken und ich finde das sehr gut. Vor allem auch, was ich eigentlich sehr positiv finde, ist dieses, die Leute kommen mal an den Platz und man klärt was schnell. Das kostet aber natürlich immer Zeit. Es ist die Unterbrechung, das Reindenken in dieses Thema, das Besprechen des Themas und dann wieder reinkommen in die vorhergehende Arbeit. Man hat jetzt schon das Gefühl, dass sich die Leute tatsächlich, bevor sie zum Telefon greifen, viel mehr auch mal 1, 2, 3 Themen überlegen oder sammeln und man dann viel mehr irgendwie schafft in der gleichen Zeit. Und das finde ich wirklich sehr schön, sehr gelungen. Ja, ich ziehe da wirklich sehr viel raus und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das zukünftig tatsächlich vielleicht tatsächlich auch irgendwie in diese Richtung verändert, ja, dass man dann eben mehr zu Hause vielleicht arbeitet. Vor allem, wenn es problemlos technisch und na, möglich ist, wie es auch bei mir oder auch in meiner Firma zu großen Teilen der Fall ist und ich das wirklich gut finde und mich sehr wohlfühle, wie es ist. Und natürlich auch meine 2 Kolleginnen vor Ort sehr genieße, meine 2 Tigerinnen, ja, die mir ja kaum gefühlt dann irgendwie von der Seite weichen. Ich habe hier immer Unterstützung und ja, sie sind nicht wirklich eine große Hilfe, machen auch recht viel Dreck und ja, sie kümmern sich auch nicht um den Küchendienst, aber ja, na, man muss das ja so mit Humor sehen. Ja, ansonsten ist es nach wie vor ein Horror, ins Einkaufen zu gehen. Das ist nicht meine Welt, das ist nicht meins. Es ist ein Abarbeiten von Dingen, die auf einer Liste stehen. Es hat für mich nichts mehr mit dem klassischen Shopping zu tun. Und ja, ich habe jetzt mal vor, nächste Woche mal in die Buchhandlung wieder zu gehen, vielleicht tatsächlich mal umherzubummeln, aber ja, ich fühle mich noch nicht so richtig danach zu bummeln, wenn ich ehrlich bin. Also es ist, ja, ich weiß nicht, mir gefällt das einfach nicht. Es ist ja dann lieber ein bisschen Online-Shopping und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe zum Beispiel jetzt den neuen Panem-Roman vorbestellt, auf den ich mich sehr freue, der glaube ich auch schon nächste Woche, wenn ihr jetzt die Bücherwoche seht, dann rauskommt. Und eigentlich wollte ich die anderen 3 Teile vorher noch rereaden, aber ich habe gerade so viele tolle neue, ja, das ist halt wie immer, ne? Aber ich habe ja einiges gerereadet, unter anderem jetzt auch was in der Woche. Und ja, ich habe diese Woche 2 Bücher gelesen. Das ist tatsächlich relativ wenig so im Vergleich, aber natürlich hat das Renovieren viel Arbeit gekostet und da ich auch nicht allein renoviert habe, konnte ich jetzt natürlich auch kein Hörbuch durchgängig hören oder na, irgendwie was in diese Richtung und deswegen sind es dann tatsächlich nur
zwei Bücher und einen Film, den ich unbedingt mit besprechen möchte, weil ich den einfach so großartig fand, dass ich da ein bisschen mehr erzählen muss. Angefangen hat die Woche mit Passion on Park Avenue von Lauren Laney, ist der Auftakt einer Trilogie, der vom Cover, vom Titel so gar nicht meins ist, dazu aber dann später mehr. Und ein Reread war dann Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King, ganz im Sinne des King im April, habe ich dieses Buch gehört und es war ja einfach großartig, was soll ich sagen. Ansonsten gibt es zu zwei Filmen was zu erzählen und ich denke, wir starten jetzt einfach mit Passion on Park Avenue von Lauren Laney. Das ist der Auftakt einer Trilogie. Der zweite Teil erscheint jetzt, glaube ich, schon um den 18. 20. Mai herum. Bin ich sehr gespannt und freue mich drauf. Ich wurde angefixt von der lieben Christine. Ich suche ihr Video und packe es auch mal unten in die Infobox. Und dann habe ich es zusammen mit der lieben Becky gelesen, weil wir irgendwie im regelmäßigen Austausch, in dem wir stehen, festgestellt haben, oh, uns hat es beide irgendwie angesprochen. Und dann haben wir es auch einfach zusammen gelesen. Die Geschichte, die Trilogie, ist nicht jetzt wirklich eine Geschichte, die, glaube ich, im klassischen Sinne weitergeführt wird, sondern es ist tatsächlich eher eine Serie als eine Reihe. Wir treffen auf drei Frauen und jede Frau bekommt ihre Geschichte eben pro Buch, die etwas verbindet, nämlich die Liebe zu einem Mann. Und dieser Mann ist gerade gestorben und alle drei Frauen wollen eigentlich zu dieser Beerdigung, gehen dann aber in den Central Park, denn wir sind in New York City und erkennen sich anhand von gleichen Schuhen und gleichen Uhren und finden schnell heraus, welche Rolle sie in dem Leben des Mannes gespielt haben. Zum einen haben wir die Ehefrau, die langjährige Geliebte und wie jetzt in diesem Fall Naomi, die kurzfristige Affäre, von deren Geschichte wir hier im Grunde etwas erfahren. Alle drei Frauen merken, da haben wir uns ganz schön verarschen lassen, sind ganz schön hinters Licht geführt worden, aber wir grämen uns nicht und es ist auch eine gewisse Sympathie auf allen drei Seiten, sodass sie beschließen, Freunde zu sein, die aufeinander aufpassen, wenn es darum geht, neue Männer zu finden. Und wenn die eine vielleicht ein Gespür in die eine Richtung hat und die andere ins nächste, sodass dann eben jede Frau von ihnen wieder den passenden Mann findet. Bei Naomi ist es so, sie ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und hat ihre Kindheit mit ihrer Mutter alleine verlebt. Ihre Mutter hat nicht so ein ganz leichtes Leben gehabt, hat sich so von Job zu Job gehangelt und hat eines Tages in der Park Avenue gearbeitet als Haushaltshilfe, bis dort etwas passiert ist, was im Grunde die Mutter dazu brachte, mit ihrem Kind wegzuziehen und umzuziehen. Und eines Tages bekommt aber Naomi das Angebot, in das Haus, in dem sie auch als Kind kurze Zeit gewohnt hat, wieder einzuziehen. Es ist ein sehr spießiges Haus, doch eher mit sehr reichen und etwas älteren Menschen und eigentlich ist das nicht so ihre Ecke. Aber sie möchte gerade dort eben einer Familie zeigen, dass sie es eben geschafft hat und dass alle Vorurteile so gefühlt eben einfach abgeschmettert werden können. Sie trifft dort dann auf Oliver, den sie bereits aus der Kindheit kennt und auch aus ihm ist ein recht erfolgreicher Mann geworden. Vielleicht tatsächlich auch ein anderer Mensch, als er als Kind war. Und das birgt natürlich Irrungen und Wirrungen und auch so den ein oder anderen knisternden Effekt. Vorweg muss ich echt sagen, das Buch hätte mich nie angesprochen. Mich spricht das Cover nicht an, der Titel nicht an. Ich hätte nie in der Buchhandlung zu diesem Buch gegriffen. Aber Christine hat es wirklich geschafft, mir dieses Buch schmackhaft zu machen. Es klang locker, flocker, unterhaltend. Es klang modern, mal nach einer anderen Idee. Und es klang einfach nach einem wunderbaren Roman. Und das war er tatsächlich auch. Es ist eine Geschichte, die wirklich sehr modern ist, die von tollen Dialogen lebt, natürlich auch von New York City, von dem etwas Reicheren, was man natürlich hier auch in der Park Avenue gerade erlebt, von dieser Irrung, dass drei Frauen den gleichen Mann lieben und sich dann auf der Beerdigung treffen. Ich finde das total großartig. Und ich fand einfach die Idee super interessant und ich konnte sehr viel schmunzeln. Ich konnte mich da auch hineindenken, hineinfühlen. Ich war mit in New York City. Ich war gefühlt eben dann einfach die vierte im Bunde. Und es war sehr echt und authentisch.
Und man hatte einfach das Gefühl, das könnte tatsächlich so einfach auf der Welt auch passiert sein. Sehr mega ist natürlich, wir sind in New York City. Ich liebe diese Stadt in Büchern, in Filmen. Ich bin da ein großer Fan. Das ist eine Stadt, die ich auch unbedingt in meinem Leben nochmal sehen möchte. Und das hat natürlich mega viel Spaß gemacht, hier durch die Straßen zu ziehen, durch die Ecken, Cafés kennenzulernen und ja, da einfach irgendwie zu Hause zu sein. Das war richtig, richtig toll. Und ich konnte mich auch sehr gut mit der Protagonistin so ein bisschen einfinden. Naomi ist eine sehr sympathische, eine auf dem Boden gebliebene, erfolgreiche Frau, bei der es eben einfach sehr viel Spaß macht, so ein bisschen das Leben mitzubekommen. Ihre einzige Schwäche ist, dass sie ja auch der Kommunikation gefühlt nicht mächtig ist und sehr nachtragend ist. Und das ist etwas, was ich tatsächlich nicht so richtig nachvollziehen konnte. Ich verstehe tatsächlich in vielen dieser Bücher nicht, warum die Leute nicht einfach miteinander sprechen. Ich muss das ehrlich so sagen, das ist mir ja auch schon im geheimen Buchclub so negativ aufgefallen. Würden die Leute einfach miteinander sprechen, würden die ihre Probleme bereden, würden die sich da auseinandersetzen, dann gäbe es keine Probleme. Also für mich sind das immer hausgemachte Probleme, die gar nicht da wären, wenn einfach mal jemand schon 2 Wochen vorher den Mund aufgemacht hätte. Und ich frage mich wirklich, ob keiner mehr miteinander spricht. Und falls das der Fall ist, finde ich das sehr, sehr traurig und verstehe das auch gar nicht. Also vor allem sind es so Probleme, die eigentlich keine sind. Und ja, wenn man einfach drüber sprechen würde, dann also merkt man, wie schnell das ein Missverständnis wäre. Und das fand ich auch hier sehr schade. Auch wie Naomi damit umgegangen ist, ein Geheimnis einfach, ja, wie sie mit Oliver umgegangen ist. Ich fand das irgendwie nicht so richtig schön. Ich fand das auch sehr schade, dass sie nach 20 Jahren immer noch so nachtragend ist und ja, dass sie ihm gar keine Chance eigentlich gibt, zu zeigen, dass er auch 20 Jahre erwachsener geworden ist. Und ja, das fand ich sehr schade. Und was tatsächlich auch ein bisschen zu kurz kam, war das Ende. Also es gab eine sehr gelungene Szene, wo die sich im Grunde treffen, wo es auch mal zu diesem Shutdown gefühlt kommt und wo man denkt, ist ja auch mal ein cooles Ende. Und dann geht die Geschichte weiter, aber es geht rasend schnell rum und ich habe mir so gedacht, was, das passiert jetzt noch auf den letzten 40 Seiten, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also das Ende kam mir viel, viel zu schnell. Ich hätte dem Buch gerne noch 50 Seiten mehr gegeben, hätte mich da auch wohlgefühlt, dann mit den Mehrseiten. Ich finde es wirklich schade, dass das Ende hergeeilt war. Und aber ich freue mich dennoch auf Band 2 und dann vermutlich auch auf Band 3, weil ich diese Idee einfach cool finde, ich die Frauen ganz toll finde und ich einfach so diesen Witz zum Teil auch sehr humorvoll fand. Und ich fand das einfach unterhaltend und perfekt eben auch einfach für so eine Woche, in der man gefühlt eben renoviert und einfach dann ein bisschen abschalten möchte und sich irgendwo hinträumen möchte. Und das ist absolut gelungen und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gebracht. Parallel habe ich dann Friedhof der Kuscheltiere gehört. Ja, was für ein Parallelprogramm oder ein Kontrastprogramm von Stephen King. Ganz im Sinne von King im April, der ja dann gefühlt in der Woche auch einfach vorbei war. Es ist ein Reread. Ich habe Friedhof der Kuscheltiere war mein erster King, den ich mit 11 im Urlaub gelesen habe. Ja, da waren nämlich die Kinderbücher sozusagen aus oder die Bücher, die ich dabei hatte. Und meine Mama hatte 2, 3 Stephen Kings dabei. Und dann hat sie beschlossen, unter Aufsicht kannst du dieses Buch lesen. Und ich erinnere mich wie heute noch, dass ich da auf dieser Urlaubsterrasse saß und diesen düsteren Roman gelesen habe. Und ich habe, glaube ich, keinen Schaden davon genommen. Nein. Ich habe ihn zum ersten Mal tatsächlich gehört. Ich bin ja tatsächlich ein sehr großer David-Nathan-Fan. Ich liebe es, was er mit seiner Stimme macht, wie er Dinge Ausdruck gibt, wie er Atmosphäre schafft, wie er das sowohl im Film als eben auch in Hörbüchern hinbekommt. Für mich ist das immer großes, großes Kino und deswegen komme ich dann später auch nochmal dazu, weil dann tatsächlich der Film auch mit David Nathan was zu tun hat. Ja, ich glaube, zu Friedhof der Kuscheltiere muss man gar nicht so viel sagen. Es ist wohl mit der bekannteste Horrorroman, den es gibt, den es auch von Stephen King gibt und ich glaube, jeder hat schon mal davon gehört. Es ist ja eine Geschichte, die inspiriert wurde von der Tochter von Stephen King, die eben auch sehr sauer war, dass Gott ihre Katze oder ihren Hasen, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, weggenommen hat und sie beschlossen hat, Gott soll sich doch sein eigenes Tier holen, warum nimmt er mir meins? Und dieses Zitat
von seiner Tochter spiegelt ja 1:1 auch ein Zitat dann wieder, das wir in der Familie Greed wiederfinden. Ja, wir haben hier eine Familie, der Vater ist Arzt, zieht nach Ludlow, wird da an der High School, am College Arzt, hat seine Frau, hat auch 2 Kinder, Ellie und Gage. Und ja, wird da vom Nachbarn auch ja, super nett empfangen. Den Nachbarn und ihn trennt eine große, breite Straße, auf der LKW-Brettern. Die Familie Creed hat einen Carter, einen British Kurzhaar, einen Winston Churchill. Und wir haben ja auch einen British Kurzhaar, der im Grunde genauso aussieht. Aber zum Glück Rainbow heißt, das heißt, der weiß sich auf jeden Fall zu wehren und ja, es ist dann schon sehr gruselig an mancher Stelle. Ja, und ja, die Familie findet sich hier ein, fühlt sich wohl und gehen eines Tages auf den Friedhof der Kuscheltiere. Also nicht im Sinne von Teddybären, sondern eben der Haustiere der Kinder, die ihre Tiere dort eben auch beerdigen. Und das ist so der erste Moment auch für Ellie, für die Tochter, ja, die da hier mit dem Tod in Verbindung kommt. Denn ihre Mutter versucht sie vor dem Tod ein bisschen zu schützen, das auch nicht als so natürlich und normal ja, darzustellen, denn sie hat ja, innerlich eine fürchterliche Angst, beziehungsweise schleppt sie eben was aus ihrer Kindheit auch mit, denn sie hat ihre Schwester sehr jung verloren, unter sehr schlimmen Umständen, von denen wir dann auch mehr erfahren, beziehungsweise auch immer diese unterschwellige Angst von der Frau von Lewis Creed ja, im Grunde mitbekommen. Und das ist die Geschichte, die sich tatsächlich sehr um den Tod dreht, aber auch um das Leben, um Veränderung und den Wunsch, den Tod im Grunde auszutricksen. Denn es passiert, was passieren muss. Es gibt hinter dem eigentlichen Friedhof noch einen alten Indianerfriedhof. Und wenn man dort ein Tier begräbt, dann kommt es zurück. Aber es ist wohl nicht so, wie es vorher war. Und da kriege ich direkt Gänsehaut. Das ist Wahnsinn. Also ja, es ist eine Geschichte, die mich immer schon sehr fasziniert hat. Das ist für mich auch eine Idee, wo ja viele immer wünschen, den Tod ein Schnippchen zu schlagen, dem Tod auszuweichen, den Tod doch irgendwie zu überleben, man aber gar nicht ja, mit den Konsequenzen am Ende vielleicht leben kann, wenn man das denn tun könnte. Und für mich hat Stephen King hier eine Angst eingefangen der Menschen, die genauso seine ist wie meine, und hat das wirklich in einer Geschichte gepackt, so unglaublich düster, spannend, auch irgendwie so energiegeladen, dass man da drin versinkt. Und dazu eben dieser blanke Horror der Vorstellung, dass eben ja, Tote zurückkommen. Und oh, das ist eine Geschichte, die mich wirklich total einfängt, die mich auch jetzt beim 3. oder 4. Mal lesen bzw. hören absolut gecatcht hat. Stephen King schafft es hier für mich tatsächlich als einer der wenigen Autoren, von denen ich Horror in irgendeiner Art gelesen habe, dass der Horror nicht irgendwann trashig wird, dass er nicht total splasherhaft wird oder total ins Abstruse abfällt, sondern er bleibt einfach real. Und das ist was mir diesmal wirklich auch wieder ganz, ganz bewusst aufgefallen ist, wie echt sich dieser Horror anfühlt, wie echt diese Geschichte auf mich wirkt und was diese Geschichte mit mir macht. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt mit meinen 37 Jahren im Bett sitze und denke, du musst jetzt wieder Licht machen. Also ich habe Hörbuch gehört, auch dann abends so irgendwie mal macht man das Licht ja aus. Und ich dachte, du musst das wieder anmachen. Du musst es wieder anmachen. Ich saß mit diesem Hörbuch auch mitten am Tageslicht auf dem Balkon. Ich hatte Gänsehaut. Ich habe also wirklich atemlose Angst gehabt und dachte, das ist total verrückt. Steffi, du weißt, was passiert. Du kennst diese Geschichte. Und ja, aber es ändert nichts an diesem Gefühl, was Stephen King hier bei mir schafft. Und das ist wirklich für mich mit einer der besten Kings. Gerade überhaupt auch im Horrorbereich, finde ich, kommt da kein Buch so richtig ran, weil es für mich diesen echten Horror hat und den man sich einfach so vorstellen kann. Und ach, ich finde das Hammer. Ich finde das absolut gelungen. Ich mag es, wie Stephen King da verschiedenste Themen, egal ob es eben der Tod ist, das Leben, ob es Trauerverarbeitung ist, ob es die Liebe, die Ehe, Freundschaft, der Bezug zu den Kindern, ja, Familientwist, das ist so viel, was da passiert. Und am schlimmsten fand ich tatsächlich
eigentlich wie mit dem armen Winston Churchill umgegangen wurde, nachdem er wieder da war, wenn man so möchte. Ich fand das ganz schlimm. Mir tat diese Katze so unglaublich leid. Und für mich ist da immer der Punkt, wo ich denke, das machst du nie. Lass es. Da merkt man, wie innerlich alles sich sträubt, zu sagen, ich hole irgendwas zurück. Und also, nein. Natürlich ist bei mir auch noch eine gewisse aktive Trauer zu spüren, wenn ich das mit Winston Churchill lese. Ich habe ja im Januar auch eine Katze gehen lassen müssen von mir. Und natürlich verarbeitet man das auch, aber sowas kommt dann natürlich wieder hoch. Und ich für mich war das ganz schlimm. Und ich möchte nie gezwungen sein, ein Tier dann so zu behandeln, wie es hier dann tatsächlich passiert. Und das ist für mich schon Horror pur. Also wenn es gegen Kinder und Tiere geht, da bin ich ja wirklich raus, da bin ich sehr, also da halte ich nicht viel aus. Und das, boah, ja, grandioses Buch, grandioser Horror, Stephen King, hier der Horrorautor, zu dem er ja immer nur gemacht wird, obwohl er ja viel, viel, viel mehr ist. Er kann ja gefühlt alles. Und wirklich hochloben muss ich David Nathan als Sprecher. Der Mann, der ist einfach eine Wucht. Also, was der in den Ausdruck einbringt, wie der Dinge betont, wie der Stimmen atmosphärisch verstellt, ich liebe ihn. Also, alle, die Stephen King Bücher hören möchten, greift dazu, hört euch David Nathan an. Ich liebe diese Stimme. Es ist eine sehr einzigartige Stimme. Ihr solltet nicht den Fehler machen, Interviews mit ihm zu hören. Da berlinert er da nämlich und dann muss man immer so ein bisschen schmunzeln und denken, ja, yeah, mal gucken, wann im nächsten Stephen King mal jemand berlinert. Aber er macht das wirklich großartig und ich finde den absolut Hammer. Ja, alles in allem eine sehr gelungene Bücherwoche mit einem guten, ich sag jetzt mal Liebesroman und einem absolut grandiosen Highlight Stephen King. Und ich habe mich sehr gefreut, im April tatsächlich jeden Tag gefühlt einen Stephen King in Händen gehalten zu haben, mehr oder weniger. Und das hat mir wirklich viel Spaß gebracht. Und es geht auf jeden Fall weiter. Und das ein oder andere Buch steht ja noch auf dem Sub oder auch auf der Wunschliste. Und ansonsten gibt es auch mal den ein oder anderen Reread. Fände ich tatsächlich auch gut. Ich muss über einen Film sprechen. Und ja, ich muss. Ein Film, auf den ich mich letztes Jahr schon mega gefreut habe, weil zwei meiner absoluten Lieblingsschauspieler mitspielen. Und dann ist der Film aber leider hier bei uns in der Region gar nicht im Kino gelaufen. Jetzt habe ich mich mega gefreut, als er endlich auf DVD, Blu-ray erhältlich war und ich habe mir Le Mans 66 geholt. Ja, wir sehen hier auch schon meine zwei liebsten Schauspieler, Matt Damon und Christian Bale. Würde nur noch Johnny Depp fehlen und DiCaprio, dann wäre das für mich. Ja, ein bisschen Brad Pitt dürfte auch mit dabei sein. Nein. Aber zwei meiner absoluten Lieblingsschauspieler in einem Film und dann noch eine Geschichte, die mich als kleiner Motorsport-Fan auch direkt zum Schwärmen gebracht hat. Denn es geht hier um die Geschichte vom Einstieg Ford in die Rennfahrtwelt. Und ich war lange Zeit ein großer Rennsportfan von Formel 1 über Le Mans, das 24-Stunden-Rennen in Le Mans, von was auch immer. Ich habe das unfassbar gerne geschaut. Umso aufregender, länger, spannender es war, umso mehr war ich dabei. Tatsächlich ist dann gefühlt eigentlich die Formel 1 etwas, was gar nicht so aufregend ist, weil man natürlich sagt, das sind hier nicht mal 2 Stunden, wo die im Kreis fahren, wo sehr viel Technik abhängig ist, das wenigste noch fahrerabhängig ist, zumindest meine Meinung. Aber damals, zu dieser Zeit, in Mitte der 60er, gab es ja richtige Kämpfe zwischen den Autoherstellern und das finde ich total spannend. Zudem war mir zumindest Carroll Shelby auch ein absoluter Begriff. Der wird gespielt von Matt Damon, das war ein Sportwagenhersteller, der eben gerade mit Ford diesen Einstieg gemacht hat und der tatsächlich sehr, sehr erfolgreich in den 60ern war. Und unter anderem eben auch den Rennfahrer Ken Miles, den eben Christian Bale verkörpert, tatsächlich auch zu Erfolgen geführt hat.
Und beide verband eine tiefe Freundschaft, die man eben durchaus auch durch den Rennsport, wenn man sich damit beschäftigt und da mal Biografien oder Dokumentationen liest oder anschaut, wo eben ja gerade einfach auch Carroll Shelby ein Begriff ist. Ja, wir sind eben hier im Jahr 66 und ja, Ferrari ist super erfolgreich und ja, Ford möchte ja endlich auch mal irgendwelche Rennen gewinnen. Ja, Ford ist damals nicht unbedingt bekannt für schnelle sportliche Wägen, gefühlt heute ja auch eher nur bedingt. Ich weiß gar nicht, sind die in der Formel 1 vertreten? Ich glaube tatsächlich nicht. Und mittlerweile, also damals, ja, war das ja alles ein bisschen anders. Und ja, wir treffen eben auf Carroll Shelby, der mit Ford einen Deal hat und darf sich eben auch einen Fahrer aussuchen. Und das wird Ken Miles. Ken Miles ist, glaube ich, Mitte 40, als die Geschichte beginnt. Und ist, glaube ich, auch nur so ein halbes Jahr, die wir hier treffen, oder knappes Jahr. Und er ist ja absoluter Vollblut, ja, Motorsportler und liebt es, schnelle Autos zu fahren und kann das auch unglaublich gut. Er ist sehr erfolgreich. Dann kam, ja, Vietnam. War es Vietnam oder Korea? Vietnam vermutlich. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kam Krieg, Geschichte gerade im Kopf leer. Und ja, mit seiner Familie lebt er jetzt eigentlich so, ja, gerade vor sich hin. Und nimmt dann das Angebot von Carroll Shelby an und möchte Ford zum Sieg führen. Und das eben in 3 Rennen in dieser Saison. Und ja, allerdings hat er so ein bisschen den Charakter, der nicht ganz einfach ist. Und daran stößt sich Ford ein bisschen. Und auch was sie aus dem Auto eigentlich rausholen, was sie mit dem Auto machen, welche Gedanken sie haben, die revolutionär tatsächlich für die damalige Zeit war. Und ja, dann gibt es den legendären Le Mans Einzug 66, wo eben 3 Fords im Grunde durch ja, das Ziel fahren. Und ja. Ach, ja, es ist großartig. Es klingt nach einer Geschichte, wo man denkt, naja, das mögen bestimmt nur Leute, die auch irgendwas mit Motorsport anfangen können, die was mit schnellen Autos anfangen können. Ja, natürlich. Also ganz klar, man muss, glaube ich, das schon irgendwie mögen. Man muss sich da einfühlen können, man muss das spüren, aber jeder, der für irgendetwas brennt, der für irgendetwas eine Leidenschaft hat, wird sich mit Carroll Shelby und Ken Miles identifizieren können. Die beiden brennen dafür, dieses Auto als erstes durchs Ziel zu bringen. Sie tun alles, sie, ach ja, und machen das miteinander. Das ist eine Geschichte über Leidenschaft, über das Brennen, über Freundschaft, über Risiken, die man eben auch einfach mal eingehen muss, darüber, dass man eben auch einfach mal kantig ist und nicht alles glatt gebügelt ist, dass man einfach auch mal sein Ding macht, denn man ist der Fahrer seines Lebens. Und man ist auch der Fahrer im Auto. Und man hat die Entscheidung. Und für mich bringt dieser Film alles rüber, wofür die damalige Zeit im Motorsport auch bekannt war. Denn es war natürlich einfach etwas ganz anderes, ob man da mal mit 320 einer Gerade geprescht ist. Das war 66 oder gerade in den 60ern war das unvorstellbar. Und oh, wie gerne hätte ich mal so einen Rennwagen gefahren. Ja. Ja, es sind 2,5 Stunden, die langsam erzählt sind, die sehr viel Tiefgründigkeit aufbauen, die sehr ins Detail gehen, die nicht zu autowissenschaftlich werden, das nicht, aber die diese Freundschaft beleuchten, dieses Erfolgreichsein, was tut man dafür, wie geht man auch mal mit einer Niederlage um. Das ist so ein großer Film. Ich fand den wirklich Hammer. Also mich hat er wirklich geflasht, mich hat er begeistert, mich hat er unterhalten. Er hat mich zum Weinen gebracht und nachdem ich ja tatsächlich weiß, wie die Geschichte im Nachgang dann hier noch weitergeht, ja, also es war für mich wirklich ein Filmgenuss und es steckt so viel mehr dahinter als einfach nur Le Mans 66. Ich glaube, im Ursprung heißt der tatsächlich Ford vs. Ferrari, genau. Und das ist es viel mehr. Es ist auch dieser Kampf, der damals noch so präsent war. Heute bekommt man das Gefühl gar nicht mit, wenn Ferrari gegen McLaren oder Red Bull und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das hat doch sehr, sehr nachgelassen. Wahrscheinlich weil tatsächlich auch, wenn man jetzt mal, wenn ich nicht der größte Umweltaspektiker bin, nein, falsches Wort, aber ihr wisst, was ich meine, muss man natürlich tatsächlich auch sowas überdenken, aber das war damals nicht so. Und diese Leidenschaft und dieses,
dieses Echte und dieses Ursprüngliche, das war einfach großartig. Also mich hat der Film in 2,5 Stunden mega gut unterhalten. Ich kann den absolut nur empfehlen. Ihn gibt's auf Amazon Prime natürlich, wenn ihr ihn euch nicht auf Blu-ray oder DVD anschauen wollt. Aber ich bin einfach Fan. Ich bin einfach begeistert. Es hat mir so gut gefallen. Und ich fand Christian Bale großartig, der ja die Stimme hat von David Nathan. Und ich liebe Matt Damon und ich liebe Simon Jäger, der die Stimme dazu ist. Und die beiden, die sind ja auch im wahren Leben befreundet und man merkt das hier nicht unbedingt, weil natürlich beide auch nicht gleichzeitig im Studio standen, um die Vertonung vorzunehmen. Aber ach, es ist einfach großartig. Es ist ein Wahnsinnsfilm, der von den Schauspielern lebt. Es spielt die Hauptcharakterin von Outlander zum Beispiel mit. Das ist die Frau von Ken Miles. Es spielt dieser Polizeikumpel aus The Walking Dead mit. Name auch schon wieder vergessen, aber ja, man kennt Gesichter, was ich immer großartig finde. Und ich fand es mega. Musik on point, Stimmung grandios und ja, spätestens bei 7000 Umdrehungen fühlt man sich frei. Ach, ich fand ihn mega. Also ja, selten, dass mich ein Film also so direkt kriegt. Und ja, nachdem ich heute ja nur über 2 Bücher gesprochen habe, dachte ich, kann ich über den Film auch ein Weilchen länger sprechen. Und dann haben wir auch noch mit der Herr der Ringe Trilogie angefangen, haben uns den ersten Herrn der Ringe angeschaut, die Gefährten. Und es ist einfach immer ein Heimkommen. Also es ist ein, ich schalte an, ich höre die erste Melodie, ich höre die ersten Worte von Galadriel und ich bin drin. Das ist so, so großartig. Wir hatten ja über Ostern die Hobbit-Trilogie angeschaut, von der ich ja nur so semi-begeistert bin. Aber Herr der Ringe ist einfach der Hammer. Und wenn man sich vorstellt, dass das schon wieder fast 20 Jahre her ist, der erste Film lief ja 2001, es ist einfach unglaublich, was man damals schon, wie das optisch gewirkt hat. Die Musik auch nach 20 Jahren nicht zu viel gehört, nicht überhört, sondern es ist einfach nur Hammer. Es ist mega. Ich bin da ein absoluter Fan und liebe das unglaublich. Und ich freue mich jetzt schon, wenn es dann auch mit Teil 2 und 3 weitergeht. Und ich den Abstecher zu Hause sozusagen dann genießen konnte. Und ich glaube jetzt aber genug geschwärmt tatsächlich von Filmen, von Büchern. Ich bin sehr gespannt, was ihr in der Woche irgendwie gelesen, gehört, gesehen habt. Gerne auch nach wie vor Serientipps. Ich glaube, ich werde jetzt mal mit The Handmaid's Tale Staffel 2 beginnen. Das heißt ja immer, sie ist sehr düster. Ich muss mal sehen, wie das mit der Stimmung so zusammenpasst. Aber darauf hätte ich tatsächlich richtig Lust. Und dann schauen wir einfach mal, was die nächsten Tage so ergeben und sehen uns dann ja auch spätestens im nächsten Video. Und das war's von mir. Alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.